Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Review für euch und wie man vielleicht schon erahnen kann, ist es ein Review von einem Abendkleid bzw. einem Ballkleid von der Marke JJ's House. Und ja, gleich mal vorweg, also ich bin so happy, also ich habe dieses Kleid halt gratis zum Reviewen zur Verfügung gestellt, habe aber natürlich wie immer sichergestellt, dass ich halt meine ganz ehrliche Meinung dazu sagen kann, auch wenn mir was Negatives auffällt. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal ganz strukturiert vor und fange mit dem Schnitt des Kleides an, was meiner Meinung nach auf jeden Fall das Wichtigste bei einem Kleid ist. Generell bei Kleidung, aber so bei Abendkleidern auf jeden Fall. Das ist halt in diesem Fall jetzt ein klassischer A-Linien-Schnitt, also sehr klassisch, sehr schön. Ab der Schulter wird es aber interessant, wie man sieht, gehen die Träger halt nicht so in der Mitte über die Schulter, sondern eher so ein bisschen seitlich, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass mir die Träger die ganze Zeit abhauen oder so, weil sie eben wirklich ganz am Rand so über die Schultern irgendwie gehen, aber das hält wirklich wunderbar. Also hier rutscht wirklich nichts von meinen Schultern runter. Grund dafür ist bestimmt auch, dass ich das maßgeschneidert bekommen habe, das Kleid. Das könnt ihr euch dann beim Kauf aussuchen, ob ihr eben eine Standardgröße haben möchtet oder ob ihr euch das maßschneidern lassen wollt. Es kostet einen kleinen Aufpreis, ist aber meiner Meinung nach nicht besonders viel. Lohnt sich auf jeden Fall, vor allen Dingen bei solchen Kleidern, die eben so ungewöhnliche Schnitte haben wie dieses hier, würde ich diese Option auf jeden Fall auswählen. Auch vor allem, wenn ihr eine etwas ungewöhnlichere Figur habt. Ich habe halt das Problem, ich habe halt sehr, sehr flache Brüste und die passen nicht so zum Rest meines Körpers irgendwie. Und deswegen habe ich halt oft das Problem, dass ich eigentlich so untenrum eine Größe S brauche, damit mein Arsch irgendwie reinpasst. Aber meine Boobies, ne, da hat man dann so einen schönen Freiraum und das sieht natürlich komplett bekloppt aus. Da ist es jetzt echt super, also dieses Kleid passt mir jetzt wirklich logischerweise wie angegossen. Ja, noch weiter zum Schnitt, was natürlich auch ziemlich ungewöhnlich an diesem Kleid ist, ist, dass hier quasi so ein Umhang angenäht ist und das ist so geil. Also auch da habe ich echt Sorge gehabt, dass der dann wohl schön fällt und so. Aber der fällt wirklich, finde ich, wunderschön. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so was Alltägliches. Ich meine, alltäglich sowieso nicht, aber halt auch für einen Ami-Ball ist vielleicht ein bisschen heftig, so vor allen Dingen in Schwarz. Ich habe mich jetzt halt für dieses Kleid entschieden, weil ich halt auch Fotografin bin. Also ich stehe sowohl hinter als auch vor der Kamera. Und für sowas sind solche Kleider halt richtig cool, die halt ein bisschen extravaganter sind und so. Von hinten ist der Schnitt auch ziemlich cool. Also es hat einen relativ großen Rückenausschnitt. Das ist auch hinten mit so einem hautfarbenen Stoff verstärkt, damit euch das auch nicht abhaut und irgendwo hin, wo es nicht hin abhauen sollte. Und was ich halt auch voll schön finde, sind die Knöpfe hinten dran. Die sind halt, die glitzern halt voll schön und es schaut einfach super, super süß aus. Also vom Schnitt bin ich absolut begeistert. Jetzt kommen wir mal zur Verarbeitung von dem Kleid. Das ist natürlich immer bei Online-Bestellungen so eine Sache, ne? Da ist es halt, kann es halt schon mal vorkommen, dass es dann online voll schön aussieht und in der Realität einfach voll schlecht verarbeitet ist. Bei diesem Kleid, muss ich sagen, bin ich auch sehr zufrieden. Also die Nähte sind extrem sauber. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Also wirklich durchgängig, unten, oben, an allen Stellen, die es so gibt. Wirklich sehr schöne Nähte. Die Stickerei ist auch sehr gut gemacht. Die ist nicht irgendwie kitschig und, weiß ich nicht, voll glitzerig oder so, sondern halt wirklich relativ schlicht, aber sehr, sehr edel. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass hier beim Ausschnitt so ein bisschen diese Stickerei so drüber geht. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Geht halt so ein bisschen über den Ausschnitt hinweg und ich finde, das sieht dann auf Fotos so ein bisschen irritierend aus. Das werde ich vielleicht einfach umnähen oder so. Mal schauen. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Muss ich echt ein Lob aussprechen. Vom Sitz her finde ich das Kleid auch wirklich super, also es drückt jetzt nichts, es sind nirgendwo irgendwelche komischen Plastikstäbe im Korsett drin, die einem irgendwo reinpieksen oder so, also das ist auch wirklich super, sehr bequem dieses Kleid. Also im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, ich bin total happy mit diesem Kleid. Und ja, also ich kann diese Marke wirklich nur empfehlen. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn man jünger ist und dann eben, wie gesagt, zum Beispiel einen Abiball hat oder so, ja, dass man sich da so ein 1000-Euro-Kleid leisten kann.
eher nicht. Und man will natürlich trotzdem nicht irgendwie total assi aussehen auf dem Abiball. Deswegen kann ich diese Marke wirklich empfehlen. Also ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut top. Übrigens habe ich außerdem noch einen Coupon-Code für euch, mit dem ihr 10% sparen könnt. Den werde ich euch in die Infobox packen. Ich bin total begeistert. Ich werde dieses Kleid sicher noch für einige Fotoshootings verwenden. Ja, wenn euch dieses Video so ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen freuen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch dieses Kleid so gefällt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!